schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder nach langer, langer Zeit ein DM-Haul. Ich habe wieder einiges bestellt, was mir ausgegangen ist. Ich habe auch währenddessen war ich auch vor Ort, habe es auch vor Ort geholt, weil mir das einfach ausgegangen ist. Und ja, ich würde sagen, damit das Video nicht lang wird, es sind drei große Pakete. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Also, das erste Paket mache ich auf. Und da habe ich hier mein... Die sind wieder verpackt. Habe ich hier meine für die schwarzen Wäsche, die Black Sensation, zweimal mitgenommen. Dann habe ich für die Spülmaschine die Tabs mitgenommen. Finish Ultimate All-in-One, das sind 57 Tabs. Die sind mir ausgegangen vor 3-4 Tagen, die habe ich dann von Lidl dann geholt, genau. Ja, also einmal Finish Ultimate All-in-One Spülmaschinen-Tabs. Dann von Dove, ich merke das so, dass alles verpackt ist. Von Dove eine Pflegedusche. Ich liebe Dove. Und zwar die blaue. Das ist, Duft steht jetzt nicht, aber die blaue Variante. Es gibt ja ganz viele Varianten und ich mag die blaue Variante sehr, sehr gerne. Genau, einmal das. Dann habe ich ein Lippenpflege von BB. Da gab es einen Rabattcode, ein Code von Payback. Ich glaube 10% oder 20% auf BB-Produkte. Und genau, also einmal BB Pearl Glanz mit Shea Butter und Rosenöl-Extrakt. Genau. Verleiht den Lippen einen zart schimmernden Pearl Glanz. BU, B2, BB. Dann habe ich meine Weinspüler von Kuschelweich wieder nachgeholt. Drei Flaschen. Und ich mag die Duftrichtung Birnenblüte und Hafermilch. Da gibt es noch eine andere mit Sonnenblumenduft, irgendwas. Die gibt es nur bei Müller. Und die wollte ich letztens holen, aber ich habe es total vergessen. Ja, also wenn ich mal wieder bei Müller bin, werde ich mir die andere Variante holen, weil die duftet viel, viel schöner. Und das ist vegan, also ohne tierischen Inhaltsstoffe oder... Genau. Einmal... Dann von Denk mit das White Sensation für die weiße Wäsche. Da habe ich jetzt nur eine Flasche mitgenommen, weil ich noch hier eine Flasche da habe. Dann von Ebelin ein Kapuki-Pinsel. Ich habe einfach so einen Pinsel gebraucht. Genau. Der ist so klein. Ah. Der ist so süß. Genau, da muss man unten bloß das Aufkleber machen. Der ist sehr, sehr weich und ja, von Ebelin. Ich glaube, das ist eine Limited Edition, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, so sieht die Verpackung aus. Wahrscheinlich haben die Verpackung geändert, aber Ebelin, genau, ich mag sowas, das ist einmal. Erstes Paket ist schon leer. Ihr habt ja gesehen, da ist halt nicht so viel drinnen. Ich hole das zweite. So, dann kriegst du dich immer zu mir geschoben. Genau, da sehe ich gerade, es sind auch einige Beauty-Sachen dabei. Ja, und zwar gibt es momentan beim DM vor Ort und auch beim Online-Shop so Frühlingsdeko oder Osterdeko, Frühlingsdeko, genau. Und da habe ich einiges bestellt. Und zwar, eins davon ist dieser süße Keramikvogel. Der ist so süß. Ich finde ihn so schön. Ich glaube, ich habe den zweimal geholt. Ich weiß es nicht. Der ist so braun. Ja, so, also der schimmert auch. Nicht braun, sondern wie nennt man die Farbe? Ocker. Also richtig, richtig süßer
Vogel und genau. Einmal. Der ist in Keramik, also der, ja. Dann habe ich hier Masken mitgenommen und zwar einmal von Balea, sichtbare Glättung, Retinol, Tuchmaske. Ich glaube, die ist neu. Ich bin mir nicht sicher. Intensive Feuchtigkeit mit Retinol, Phytosqualen und Vitamin E. Strafft und glättet. Also, das ist sogar vegan. Also vegan. So sieht die Verpackung aus. Das ist so eine Tuchmaske und man sollte die halt 15 Minuten drauf lassen. Dann die Reste schön einmassieren und genau. Ich bin mir nicht sicher, ob die neu ist. Genau. Also einmal das. Dann eine Tuchmaske von, nee, das ist das eine Tuch? Ja, das ist eine Tuchmaske von B-Routine. Rosie Josie, Tuchmaske Beauty Booster heißt die. Glättet sofort kleine Trockenheitsfältchen für ein gleichmäßiges und geschmeidiges Hautgefühl mit Wildrosenöl und veganem Kollagen. Genau. Das ist vegan, We Love Mask, 10 Minuten drauf lassen und die Rückstände sanft einmassieren. Genau, so sieht die aus. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die neu sind. Also, genau. Dann ist das neu auf jeden Fall. Ist auch so verpackt. Und zwar ein Duftspray, automatisches Duftspray, aktiv frisch von Airwick. Das Gerät ist mit dazu ein limitiertes Testangebot. Mhm. Genau, also so sieht es aus. Das ist die Duftrichtung Jasminblüte. Da gab es noch Meeresbrise. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere mal dies. Genau. Da ist auch die Flüssigkeit auch mit dabei und das Gerät, alles drum und dran. Bin mir nicht sicher, ob die Batterien mit dazu drinnen sind. Genau, also so sieht die Flasche dann aus und das habe ich mir gedacht im Bad oder dann im Flur oder so. Genau. Genau, also das ist halt auf jeden Fall neu. Genau. Einmal mitgenommen. Ach nee, ich habe es zweimal mitgenommen. Ich habe nicht gemerkt, dass ich das schon in meinen Einkaufskorb reingemacht habe. Und ja, und habe nicht aufgepasst, dass ich es zweimal bestellt habe. Also ich habe es jetzt zweimal hier. Genau. Dann habe ich ein Körbchen. Und in dem Körbchen sind wieder so Deko-Elemente drinnen. Und zwar einmal habe ich eine schwarze Vase geholt. Die Vase habe ich auch hier in Beige. Die ist bei mir im Bad und die gab es jetzt, reduziert war die. Genau, habe ich mir die jetzt in Schwarz geholt. Sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne schwarze Farbe und schöne Vase. Und habe mir bei dem Osterdeko zwei Schafe mitgenommen. Die sind so fluschig. Oh mein Gott. Ich kriege das nur gerade nicht raus. Ah ja, Preis steht nicht drauf. Der ist so süß. Oh mein Gott. Hier. So sieht er aus. Ein Schaf. In Schwarz habe ich den mir geholt. Zweimal. Und zwar für unser Zuckerfest. Ja, unser Zuckerfest. Habe mir gedacht, das passt perfekt für meine Deko. Für mein Zuckerfest, Opferfest, also das ist ja dieses Bayram, also Eid al-Adha auf Arabisch und Kurban Bayram und genau, das da fand ich so, so süß, genau. Die gibt es momentan bei DM, bei der Osterdeko, genau, habe ich die zwei, die gab es auch in weiß, ich habe es mir in Schwarz geholt, genau. Dann habe ich mir hier so ein Korb mitgenommen in Beige, der ist oval und den habe ich mir gedacht für mein Badezimmer. Da habe ich die, da steht kein Preis drauf, nur Deko-Artikel. Da habe ich aktuell einen drinnen von die Badesachen von meinen Jungs, aber der ist zu groß und der ist rund und das ist oval. Und ich habe hier so eine Leiste
Und die ist auch so. Und dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich perfekt und habe immer nicht so die Angst, dass es mir unterkippt. Genau. Hier hat es so einen braunen, ja, Deko-Ding. Finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich von Sacrotan Desinfektion Handgel mit Aloe Vera 50 Milliliter. Da gab es auch irgendwie so einen Rabattcode, also so ein Prozent-Coupon. Ich glaube 20%. Genau. Für die Handtasche, für unterwegs braucht man sowas. Oder Auto oder so. Dann habe ich von WC Ente Frisch die frische Siegel mitgenommen. Und zwar diesmal First Kiss Flowers. Das sind diese Nachfüller. So sieht es aus. Sind 2x36 Milliliter. Ich mag eigentlich das andere Floral irgendwas, aber die war ausverkauft. Ich hoffe, dass die es nicht aus dem Sortiment genommen haben. Jetzt habe ich die hier mitgenommen. Und ich hoffe, dass mir der Duft auch so gefällt wie das andere. Dann Deos. Jede Menge Deos, warum auch immer. Zweimal. Dreimal. Drei Deos, einfach aus einem Grund. Eine für meine Arbeit, eins für zu Hause und eins für die Handtasche. Genau. Also Dove, wie gesagt, da gab es auch ein Coupon von Dove. Deswegen habe ich auch die Dusche mir geholt. Genau, also mein Lieblingsdeo ist von Hydrofugal Duschfrische, der hier. Genau. Und von Hydrofugal einmal das hier, das ist stark und kühlend. Eins von den zwei nehme ich mit in die Arbeit und das darf ist dann für meine Handtasche für unterwegs, wenn ja ich mal viel geschwitzt habe oder so und es unangenehm ist, dann habe ich gerne eins in meiner Handtasche auch drinnen. Dann habe ich dreimal, glaube ich, bestellt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar viermal, ich weiß es nicht. Mein Hygienespüler von Denkmit, ich liebe ihn trotzdem immer noch, mit dem blauen Kappe. Ja. Zwischendurch habe ich den auch von DM vor Ort dann geholt. Genau, und habe da auch für meinen Mann auch ein Deo gleich mitgenommen. Der liebt auch das Deo von Hydrofugal. Starker Schutz, Man, frisch und stark, erfrischender Duft. Ich mag den Duft auch sehr gerne. Dann ist das ausgelaufen? Nee. Nicht raus. Von Persil, aber das ist mir zu klein. Kommt das mir gerade so klein vor, oder? Ich mache das mal auf. Ich weiß es jetzt echt nicht. Also, da ist ein Messbecher drinnen und jede Menge Müll. Mein Mann wird sich bestimmt freuen. Ich gucke die nicht auf. Oh. Ich gucke die nicht auf. Okay. Also für den Preis, was ich gezahlt habe, ist der mir viel zu teuer. Also, ich bin gerade schockiert. Der ist so klein und ich habe für den 25 Euro oder so gezahlt. Ich muss da jetzt... Oh nein, der ist offen. Oder einer ist offen. Nein! Scheiße, der ist jetzt komplett ausgelaufen. Auch noch. Jetzt habe ich hier komplett
Oh, der war offen. Der eine war offen. Oh. Super. Also für den Preis, was ich gezahlt habe, ist es mir... Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Der kostet 25 Euro. Also das ist das, was ich bestellt habe. 25 Euro für 130 Wäscheladungen. Ich weiß nicht. Ja. Und das ist so klein. Ich finde, für den Preis ist es zu teuer. Es steht halt hier irgendwas Ultra-Konzentrat und ich habe es mir nochmal gelesen. Mit dem Messbecher irgendwas. Ja. Mal schauen. Aber für den Preis 25 Euro. Es steht drinnen hier im Online-Shop übrigens, es ist nicht in den DM-Märkten verfügbar, nur online. Ja, damit man sich nicht verarscht gefühlt für diesen Preis, ja. Steht, dass es für 5 Monate irgendwie anhalten soll. Keine Ahnung. Ja. Ich bin gerade schockiert. Ja. Weil ich habe immer, für diesen Preis, habe ich immer die großen bekommen. Die ganz großen. Na gut, ich habe jetzt hier komplett versaut. Der Duft, der riecht richtig gut, ne? Aber für den Preis, ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Dann habe ich hier noch 2 Socken. Und zwar die Spitzsocken. Söckchen, die kaufe ich jedes Jahr. Ich habe die momentan in alle Farben und die gab es jetzt in so einem Altrosa, sehr feine, süße Söckchen mit Spitze und die gibt es in Altrosa und in Beige. Und ich habe die zu Hause auch noch in Weiß, ja. Und in Beige. Ich finde die so schön. Ich mag diese Söckchen. Vor allem, wenn man Ballerinas anhat. Oder auch offene Schuhe. Ich trage die auch sehr, sehr gerne in der Arbeit. Das sieht dann einfach so schön aus mit meinem Birkenstock. Offenen. Ich finde die so schön. Ich finde die Söckchen so schön. Ja, so sehen die aus. So spitze, blumenspitzeartig Optik. Genau. Finde die schön. Und unten haben die so eine leichte Sohle. Ja. Einmal. Die sind auch Waschmaschinenwaschbar. Also ich tue die auch in die Waschmaschine rein. Ist jetzt noch nie was passiert. Ich hole jetzt noch schnell das dritte Paket und dann, genau. Dann habe ich hier die ganzen Putzsachen und alles, was man halt zum Putzen braucht und zum Backen und für die Küche und alles drum und dran. Ich habe mal wieder meine Backpapierzuschnitte mitgenommen von Puffissimo. Die sind schon zugeschnitten. Perfekt, die nehme ich immer wieder. Dann Frischhaltefolie ist mir ausgegangen seit Monaten und ich vergesse jedes Mal, welche zu kaufen. Und ja, jetzt habe ich welche mitgenommen. Eine. Dann Schnell-Elkalka von Denkmit. Eins meiner Lieblinge kaufe ich seit über 10 Jahren. Ich liebe die einfach. 25 Gramm. Genau. Dann habe ich Taschentücher mitgenommen, 70 Stück, das ist so dieser Würfel, ja, weil wir wieder alle krank sind und erkältet sind und ja. Dann einmal Handschuhe in der Größe klein, das ist 60 Stück, latexfrei, irgendwie sowas, genau, brauche ich für zu Hause kochen, putzen und so weiter. Dann einer meiner Lieblingspfeile. Nagelfeile, damit kürze ich meine Fingernägel, ich forme meine Fingernägel damit und das ist so eine Profi-Feile von Ebelin. Genau, einmal mitgenommen, die lasse ich auch gleich, weil ich brauche es dringend. Dann für meinen Mann habe ich von Balea Man Sofort Effekt Hydra Tuchmaske mit frische Effekt mit Aloe Vera und Kamillenextrakt. Genau, eine Maske für ihn. Genau.
Und für meine Jungs habe ich von Sauber Elefantastischer Schaumbad. Drei verschiedene Duftrichtungen. Genau. Das sind so Flüssigkeiten drinnen, die man dann in die Badewanne reinmacht. Von Finish das Salz, Spülmaschinensalz. Dann habe ich hier nochmal so ein Taschentücherbox. Hoppala. Dann unsere Zahnpasta, juhu, weil unsere schon leer geworden ist. Von Sensodyne. Einmal die hier. Dann einmal 120 Liter Müllbeutel. Genau. Die hier, die benutze ich für Papier zum Entsorgen, Pfandflaschen, ja, was man halt so alles entsorgt oder spendet oder sonst irgendwas, benutze ich gerne sowas. Ja. Dann, als ich zwischendurch beim DM war, habe ich neue Allzweck-Feuchttücher entdeckt. Und da habe ich mir jetzt dieses Feeling Green, sanfte Noten von Frazin und Zedernholz mitgenommen und bestellt. Ich habe auch so ein Cozy, das ist so eine beige Verpackung gewesen, auch noch bestellt, glaube ich. Entweder ich habe es bestellt und dann war es nicht mehr vorhältig. Ich bin mir nicht sicher. Also es war dann nicht mehr verfügbar, genau, dann musste ich es entfernen. Ja. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich die beige Verpackung von DM vor Ort mitgenommen und die habe ich dann online bestellt. Da habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Packungen mitgenommen. Eine limitierte Edition ist es. Genau. 4 Packungen feuchte Tücher. Allzweck feuchte Tücher. Packe ich euch wieder da rein. Dann eine Badefarbe in Rot. Das sind so Tabs, die man in die Badewanne reinmacht und dann löst es sich auf und das Wasser färbt sich in Rot. Nur das Wasser verfärbt sich. Die Badewanne und die Haut von den Jungs, die bleibt neutral. Da passiert nichts. Dann Spülmaschinen, Tiefenreiniger von Finish. Ich mag die einfach. Die habe ich jetzt wieder nachgekauft. Ich habe die erst letzte Woche gereinigt, die Spülmaschine. Dann genauso für die Waschmaschine. Ich habe jetzt diesmal von Sacrotan, wie gesagt, da gab es so ein Coupon, Sacrotan, und da habe ich jetzt einen Maschinenhygienereiniger, entfernt Bakterien, schlechte Gerüchte, Kalk, reinigt unzugängliche Stellen. Genau, 5 in 1, einmal Anwendung von Sacrotan. Werde ich heute, glaube ich jetzt nicht, weil ich bin gerade am Wäsche waschen, aber morgen dann nach der Wäsche dann benutzen. Dann zu guter Letzt auch von Finish mein Glanz- und Glasspüler, die XL-Packung. Genau. Das war's mit meinem DM-Haul, meine Lieben. Ganz, ganz viele neue Produkte und ganz viel Deko-Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Produkte haben euch gefallen, beziehungsweise die Sachen, die ich euch gezeigt habe, was momentan neu ist. Einige Sachen gibt es nur online verfügbar, andere gibt es die auch vor Ort. Ich glaube, die Osterdeko, die ist auch vor Ort, die habe ich halt erst gesehen. Und ja, ich finde die so süß. Ja, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Hinterlasst mir einen lieben Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!